Guten Abend allerseits. Ich werde die Schleimspur, die hier ablief, jetzt nicht fortsetzen. Sehr wunderbar, wie ihr das alle toll findet und wie es hier läuft in Frankfurt und wie es laufen soll. Aber keiner bringt die Kriterien. FDP meint, Riederwaldtunnel ist ein ökologisches Projekt. Sag mal, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir sind im Jahr der Klimakatastrophe. Wir wollen 1,5 Grad noch hinkriegen. Bremsen der Klimakatastrophe ist das oberste Ziel. Daran gemessen bräuchten wir eine radikale Verkehrswende. Wir brauchten einen Dezernent, der das umsetzen kann. Wir hatten auch keinen Dezernent, der das umgesetzt hat. Oesterling war der Erste, der überhaupt den Fahrradverkehr hier vorangebracht hat, durch außerparlamentarischen Widerstand oder Protest von Seiten der Fahrradfahrer. Das muss man dazu sagen. Worum geht es also? Wer Frankfurt wirklich verändern will, wer wirklich eine radikale Verkehrswende will, um die Klimakatastrophe zu bremsen, der muss einen Rückbau der Einfallstraßen machen. 300.000 bis 400.000 Pendler kann Frankfurt nicht vertragen. Auch die Aufheizung, der Abrieb, Abgase und so weiter. Ich kann das hier leider nicht weiter ausführen. Das heißt, Rückbau der Einfallstraßen und ein Dezernent, der schon bevor er hier antritt, im Ausschuss erklärt, er will keine autofreie City, er will eine autoarme City. Was heißt das denn? Autoarm, hier ein Auto weniger, da ein Auto weniger, da ein Auto weniger. Das bringt uns doch nicht weiter, Leute. Die City muss autofrei sein. Die Einfallstraßen müssen zurückgebaut werden, so schön eure Fahrradstraßen sein mögen. Die werden doch gefetzt im Augenblick, weil die Fahrradstraßen völlig isoliert sind und drumherum strukturell nichts geändert wird. Das ist eine völlig verfehlte Politik einer bürgerorientierten Veränderung des Verkehrs zugunsten von Fußgängern und Fahrradfahrern. Ihr nehmt überhaupt keine Rücksicht. Ihr kapiert die Zusammenhänge nicht oder ihr kapituliert vor dem Lobbyismus der Industrie- und Handelskammer und vor dem Lobbyismus von anderen Akteuren hier in der Stadt, die ja sehr wohl bekannt sind. Also, wer meint, dass Autobahntunnel ein Umweltprojekt sind, wer Autobahnen hinnimmt, wie Riederwaldtunnel, wer demnächst nicht verhindern wird, das prophezeie ich, den 10-spurigen Ausbau der A5, der wird keine radikale Verkehrswende kriegen. Es wird alles so weiterlaufen wie vorher, aber wir werden schöne Bonbons kriegen. Wir werden hier ein bisschen mehr Aufenthaltsqualität kriegen, da eine Sitzbank auf der Straße, wo wir uns treffen können. Wunderbar. Das heißt, im Mikro verändert sich viel, aber die Makrosache interessiert uns in Frankfurt nicht, interessiert euch nicht. Ihr arbeitet nicht wirklich gegen die Klimakatastrophe, weder in der Verkehrswende noch in anderen Bereichen. Genau das Umgekehrte ist richtig, was die CDU hier vorgetragen hat. Aus diesem Grund, ein Dezernent, der lediglich eine autoarme City will, da auch kein Rückbau dieser immensen Parkkapazität, dieser Parkhäuser, die ja nur dazu einladen, nach Frankfurt zu fahren. Warum soll ich denn mit der S-Bahn fahren, wenn ich hier überall Parkhäuser habe, die immer einen Parkplatz für mich haben? So geht Verkehrswende nicht. So läuft das nicht. Auch wenn Herr Pürsün hier von der FDP brüllt oder zart sagt, er brüllt gar nicht, jetzt sagt er aber doch das lauter, dass es darum nicht geht. Es zeigt euer schlechtes Gewissen. Es zeigt, dass ihr überhaupt nicht interagieren könnt. Das heißt, neben der generellen Linie, die die gesamte Koalition verpasst, seid ihr noch mal ein zusätzlicher Bremser in der Koalition. Also, wir lehnen einen Dezernenten ab, der sagt, im Kern, im Strukturellen weiter so und nur die Kleinstmaßnahmen machen wir. Wir lehnen eine Verkehrspolitik einer Grünen, Volt
und wer da noch alles drin ist, SPD und FDP, die von Digitalisierung reden und das für, wie Volt gerade auch, das ist ganz, ganz wichtig, Digitalisierung, das bringt uns nicht weiter, solange ich nicht an das Problem der Autopendler rangehe, solange ich die Autos nicht wirklich aus der City rausdränge. Und da traut sich keine Fraktion im Augenblick ran. Das ist das Problem. Wir warten mal ab, wo es hingeht. Ich denke, wir werden in 2 Jahren hier stehen und es wird sich strukturell nichts verändert haben. Wir werden weiterhin die Vorherrschaft des Autos haben, die Dominanz des Autos haben, egal ob die IAA hier ist oder nicht ist. Danke.